Nicht jede Rangelei auf dem Schulhof ist ernst. Wenn's doch einmal schlimm wird, gibt es in der Paul-Gerhardt-Schule Hilfe. Die Streitschlichter mit ehrenamtlichen Schulpaten klären die Situation. Sie sprechen in Ruhe über den Streit und suchen nach Lösungen. Es sind oft Dinge, die auch die Lehrer nichts angehen und auch die Eltern nicht. Und das bleibt alles in dem Raum, in dem wir das besprechen. Und die Kinder haben mit der Zeit gelernt, uns so zu akzeptieren und wollen uns auch immer berichten, wie der Streit dann ausgegangen ist. In den meisten Fällen sind die Streithähne einsichtig und geben sich die Hand. Bist du damit einverstanden, dass wir uns wieder vertragen? Die Schule ist ruhiger geworden. Das heißt nicht weniger lebendig, sondern ganz einfach ruhiger, weil wir hier durch die Zeit, die wir spendieren können, den Kindern sehr individuell eine ganze Menge Druck aus dem normalen Alltag rausgenommen haben. Auch im Unterricht wird vielen Kindern viel Druck genommen. Schulpaten helfen in jeder Situation, erklären bei Bedarf den Lehrstoff und profitieren auch selbst davon. Zu vielen Schülern bekommt man ein persönliches Verhältnis, weil man ihnen Hilfe und Unterstützung anbietet. Und teilweise wird sie sogar von den Schülern dann eingefordert. Den Kindern zu helfen macht Spaß und man bekommt sehr viel positive Resonanz. Das erleben auch die anderen Schulpaten so, beispielsweise bei der Hausaufgabenhilfe in der offenen Ganztagsschule. Immer wieder bitten die Kinder die Schulpatin um Hilfe. Hier springen die ehrenamtlichen Schulpaten ein, weil die Schule die Aufgabe alleine kaum bewältigen kann. Und weil es Spaß macht. Ein Erlebnis, von dem beide Seiten profitieren, nicht nur die Kinder. Die sind unglaublich offen, herzlich von Anfang an. Also man hat da eigentlich keine Berührungsängste. Die fragen einen direkt, wie heißt du, was machst du hier? Das ist eigentlich von Anfang an ganz frisch gewesen und ganz lebendig. In der Bücherecke geht es auch lebendig zu. Vorlesen und Mitlesen hilft den Kindern, Zugang zu Büchern zu finden, den sie im Elternhaus vielleicht nicht so erleben. Für die Schulpaten gibt es eine fundierte Ausbildung. Sie werden in Seminaren ganz genau für ihre Aufgabe geschult. Eine große Erleichterung für die hauptamtlichen Lehrer, die für solche Bastelarbeiten beispielsweise nur selten Zeit haben. Sie erfahren eine Unterstützung, vor allem im Unterricht, durch die Ehrenamtlichen. Die Lehrer haben von Anfang an dieses Projekt sehr begrüßt und unterstützt und sehen darin auf jeden Fall eine ganz, ganz große Bereicherung. Eine Bereicherung, die Schülerinnen und Schüler unabhängig von Herkunft, Sprache oder Förderbedarf zugutekommt. Hier wird Bildung zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe.